Guten Tag allerseits und willkommen zum heutigen Webinar von der Firma CFX Berlin. So, das Thema heute ist Wasserstoff und Wasserstoffanwendungen und gezielter heute werden wir uns mit einem Elektrolyseur beschäftigen, beziehungsweise mit der Peripherie von dem Elektrolyseur und alle Komponenten, die es in so einer Anlage gibt. Genau, und hier sehen wir dann auch gleich ein Skizze von einem Elektrolyseur mit allen Komponenten, die links und rechts von diesem Elektrolyseur da sind. Und was sehen wir da? Also in der Mitte haben wir wirklich unsere Stack mit der Anode und mit der Kathode. Und da findet die Produktion von Wasserstoff und als Nebenprodukt natürlich von Sauerstoff statt. Ja, so, und was braucht man alles, sodass so eine Anlage funktioniert? Braucht man auf einer Seite Wasser. Dieses Wasser wird an der Anode zugeführt und hier in dem Stack mit Zufuhr von Strom auch noch werden das Wasser quasi abgespaltet. Ja, dann können die H-Plus-Ionen durch die Membrane von dem Stack wandern und an der Kathode bekommen wir dann unsere Wasserstoff. So, das heißt, was haben wir für Komponenten hier in diesem gesamten System? Also wir brauchen auf jeden Fall Wasser und wir brauchen hier einen Kompressor, der das Wasser fördert. So dass unsere Stack dann gut funktioniert, brauchen wir eine ausreichende Temperatur von Materialien. Das heißt, wir brauchen eine Heizung, sodass wir sicherstellen, dass dass das Wasser eine ausreichende Temperatur hat. Dann gehen wir in den Stack, hier findet die Reaktion statt. Und das heißt, nach dem Stack auf der Anode-Seite haben wir flüssiges Wasser. Wir haben auch natürlich also Sauerstoff als Gas. Und wir haben auch natürlich auch ein bisschen Wasserdampf. Genau. Das Ganze wird dann weitergeführt hier, mit einem Wärmetauscher wieder runtergekühlt. Und hier gehen wir quasi in den Sammler. Das heißt, hier haben wir einen sogenannten Separator. Das flüssige Wasser bleibt da unten und wird quasi zurückgepumpt in unsere Stack. Und dann hier oben wird quasi unsere Gasphase abgezapft. Ja, mit also auf einer Seite Sauerstoff und auf einer Seite Wasserdampf. Genau. Wir brauchen auch natürlich, dadurch, dass wir hier viel Wasser brauchen, brauchen wir natürlich einen Nachschub an Wasser und das ist, was wir hier dann sehen. Auf der anderen Seite, auf der Kathode-Seite, sieht das Ganze dann ziemlich ähnlich aus. Ne? Wir haben auch einen Kompressor, das unsere Wasser da durch das gesamte System pumpt. Dann haben wir eine Heizung hier normal, in der Regel eine elektrische Heizung. Hier wird unsere Wasserstoff produziert. Das wird alles runtergekühlt und hier wird Wasserstoff und Wasserdampf quasi abgezapft und das Wasser wird dann weiter gepumpt. Das Wasser hat auch das Nebeneffekt, dass also das Wasser dient auch zur Kühlung von dem Gesamten halt. Ne? Deswegen haben wir hier eine sehr, sehr große Menge an Wasser und die Menge an Wasser, die wirklich hier benutzt wird, ist eigentlich ziemlich klein, weil genau, also das Wasser dient auch gleichzeitig als Kühlung. Genau, so, und dann gibt es halt viele Elemente, die wir hier quasi dimensionieren müssen, wenn man so eine Anlage quasi designt. Ja, also wir müssen mal gucken, okay, wie viel Druckerhöhung muss mein Kompressor schaffen, was für eine Leistung braucht meine Heizung, genau, wie viel Druckverluste habe ich überhaupt in dem gesamten System, genau, wie muss ich meinen Wärmetauscher eindimensionieren, sodass ich die richtige Wärmemenge quasi abziehen kann. Genau, wie groß muss dann diese Sammler sein, wie viel Wasser muss ich überhaupt nachschieben und so weiter und so weiter. Und deswegen, hier bräuchte man eine Simulation, um das Ganze quasi erstmal ein bisschen ja zu designen. So, und was steht zur Verfügung? Steht zur Verfügung die Software Flonex, ja, und darüber werden wir heute sprechen und gucken eben, wie es mit dieser Anwendung aussieht. So, ein paar Wörter zu Flonex.
Was ist dann überhaupt Flonex? Also Flonex ist eine Strömungslösung. Das heißt, Flonex ermittelt Druckverluste, Massenströme und Wärmeübergänge in einem Netzwerk. Ja, also ein Netzwerk ist quasi eine Darstellung von einer komplexen Anlage, sei es ein Kraftwerk, sei es eine Anlage für Wasserstoff, ein Luftverteilersystem, was auch immer. Ja. Und was macht Flonex? Also in Flonex werden die konservative Massenimpuls- und Energieerhaltungsgleichungen gelöst. Das heißt, das ist wirklich ein Strömungslöser. Das heißt, sie haben den super Nebeneffekt, dass die gesamte Thermodynamikeffekte und so weiter sind auch automatisch mit drin. Ja, das heißt, das müssen Sie auch nicht selber programmieren in anderen Programmen wie MATLAB oder sowas. Ne? Genau. Sie können mit inkompressiblen oder kompressiblen Medien arbeiten und diese Medien können Gasen oder Gasgemische sein, können Flüssigkeiten oder Flüssigkeitengemische sein. Sie können auch schlammartige und nicht newtonische Fluide auch verwenden. Sehr wichtig auch für die Anwendung. Die wir heute haben, ja, also Sie können natürlich einphasige Strömungen berechnen oder simulieren und auch natürlich mehrphasige Strömungen. Das heißt also eine Flüssigkeitsphase gleichzeitig mit einer Dampfphase. Ja, und diese Dampfphase kann auch eine Mischung sein. Sehr wichtig und auch also wirklich sehr gut zu benutzen ist, dass Sie mit dem gleichen Modell innerhalb von der gleichen Oberfläche in Flonex entweder stationär oder eben die Abhängigkeit von der Zeit in einer transienten Berechnung simulieren können. Und für die uns kennen, ja, CFX Berlin, wir machen auch sehr viel 3D-CFD und Flonex bietet nämlich auch eine direkte Kopplung zu ANSYS und ANSYS-CFD, was für uns natürlich eine super Sache ist. Genau, und was hat man alles in Flonex? Es gibt ein paar Bibliotheken mit Komponenten. Und wir sehen auch hier gleich, ne, also wir haben eine Wärmeaustauschbibliothek, also mit Wärmetauscher oder Komponenten, die Ihnen erlauben oder ermöglichen, besser gesagt, die verschiedene Wärmeübertragungsmodi zu modellieren, ja, also zum Beispiel also hier Wärmeleitung, Konduktion und so weiter, ne? Das haben Sie alles da. Dann haben Sie natürlich Leitungen, also Rohren, Drossel und so weiter. Sie haben dann Pumpen und Turbinen, um Ihre Medium zu fördern, beziehungsweise um Energie aus dem Medium zu nehmen. Sie haben Ventilen, wenn Sie welche brauchen, um Ihre Strömung quasi zu regeln. Und Sie haben hier die Kopplungskomponente, die wir kurz angesprochen haben. Genau, ein paar super Features gibt es auch dazu. Flonex bietet Ihnen einen Optimizer und einen Designer, sodass Sie quasi Ihre Modell optimieren können oder eventuell verschiedene Komponenten wirklich designen können. Ja, das ist eine Zielwertsuche. Sie können eine Sensitivitätsanalyse durchführen. Sie können verschiedene Aktionen definieren, zum Beispiel nach 3 Sekunden in einer transienten Berechnung geht das Ventil auf oder geht das Ventil zu oder geht die Pumpe irgendwie kaputt, die Drehzahl Richtung Null. Also Sie können dann verschiedene Szenarien durchspielen für transiente Berechnungen. Sie können auch verschiedene Alarmen definieren. Sie können die Ergebnisse sehr schön visualisieren. Das werden wir Ihnen auch zeigen. Und sehr wichtig, werden wir auch mal sehen, Sie haben eine direkte Excel-Integration. Das heißt, Sie können Excel-Tabelle mit komplexen Formeln oder einfache Excel-Tabellen direkt in Flonex benutzen. Und Sie haben auch, wenn Sie komplexere Sachen ein bisschen programmieren möchten, Sie haben die Möglichkeit, das mit mit der C-Sharp-Sprache, mit der Scripting-Komponente zu realisieren. Okay. Und an der Stelle würde ich Ihnen gleich zeigen, wie würde man Flonex quasi anwenden und wie würde ein Flonex-Modell aussehen für eine Wasserstoffanwendung, und zwar in diesem Fall unsere Elektrolyse. Genau, dann gehen wir gleich mal in Flonex. Und was wir hier gleich sehen, wir sind schon in der Flonex-Oberfläche. Das ist eine schöne Darstellung von unserem Netzwerk. Ja, also wir finden hier alle Sachen, die wir vorher angesprochen haben. Also wir haben unsere Nachschub an Wasser hier. Wir haben unsere Separator an der Stelle. Ja, dann geht das Wasser hier durch das gesamte System. Wir haben ja unsere Kompressor, unsere Heizung mit den jeweiligen Temperaturen. Das geht ja in den Stack.
Die Elektrolysereaktion ist exothermisch, das heißt, nach dem Tag haben wir eine erhöhte Temperatur und das Ganze muss wieder gekühlt werden mit dem Wärmetauscher. Und hier haben wir unsere Sauerstoff auf dieser Seite mit ein bisschen Wasserdampf und auf der anderen Seite, na, das ist alles ähnlich, haben wir den Wasserstoff mit Wasserdampf. Genau. So, und also das ist quasi sehr ähnlich wie das Fließbild, das wir vorher gesehen haben, aber letztendlich, das ist nicht das Netzwerk von Flonex. Die Komponente oder das Netzwerk von Flonex sehen wir nämlich also hier auf dieser Seite. Na, genau. Ah, hier ist es klein geworden. Dann machen wir das mal hier groß. Und hier haben wir erstmal den Überblick über unser gesamtes Netzwerk. Und Sie können auch die Sachen hier irgendwie relativ schnell erkennen. Ich zoome noch ein bisschen, dass wir das ein bisschen besser sehen hier. Genau. Ja, also wir haben in der Mitte unsere Elektrolyse mit der Anode-Seite und der Kathode-Seite. Und Sie sehen auch hier, unsere Elektrolyse wurde mit einem einfachen Quick-Script quasi modelliert. Ja, also in diesem Fall ist, was in diesem Elektrolyser passiert, nicht unser Schwerpunkt oder nicht, was wir wissen wollen. Deswegen hier haben wir eine ganz einfache Modellierung vorgenommen von dem Elektrolyser. Das ist ja mit einem Skript. Und hier, was sehen wir einfach? Hier werden einfach quasi mit der Stöchiometrie von der Elektrolysereaktion die Massenströme an Sauerstoff und an Wasserstoff gerechnet. Und wird auch berechnet, wie viel Wasser dafür notwendig ist, ja. Und also unsere Eingangsparameter ist quasi, wie viel Wasserstoff diese Anlage produziert. Das ist 1 Kilogramm pro Sekunde. Und dieses Skript rechnet quasi, wie viel Sauerstoff produziert wird und wie viel Wasser man dafür braucht. Ja, und hier sehen wir also dieses Skript. Dann zieht hier das Wasser raus. Und hier wird Sauerstoff zugegeben und hier wird Wasserstoff zugegeben. Also das heißt, diese blaue Rechteck mit diesen paar Komponenten hier, mit dem Skript und mit der Dreierbedingungen, das ist quasi eine ganz einfache Modellierung von unserem Elektrolyser. Wenn Sie irgendwie mehr in der Materie stecken, ja, wenn Sie mehr Erfahrung haben oder wenn Sie andere Modelle haben für den Elektrolyser, Sie können das natürlich auch hier einfach diesen Skript ein bisschen erweitern und ein bisschen komplexer machen. Sie haben auch natürlich mit den Schnittstellen, zum Beispiel zu Python oder zu MATLAB oder wie auch immer, wenn Sie also woanders ein besseres Modell haben, das Sie hier verwenden wollen, können Sie natürlich hier, anstatt mit einem ganz einfachen Skript, können Sie mit einer Schnittstelle quasi auf Ihr Modell zugreifen. Und dann würden Sie Flonex starten und in Flonex würden Sie quasi ein anderes Programm abrufen durch die Schnittstellen und das andere Programm würde die notwendigen Sachen berechnen und die an Flonex zurückschicken. Ja, also das an der Stelle ist Ihnen überlassen. Wie gesagt, für dieses Beispiel haben wir gesagt, wir haben mehr den Fokus über die anderen Sachen, links und rechts von dem Elektrolyser, deswegen haben wir hier eine einfache Modellierung. So, und dann gucken wir mal die Seite hier von dem Sauerstoff. Also wir haben hier unsere Separator, das ist einfach ein Knoten mit einem größeren Volumen und da sind verschiedene Pipes oder Rohren damit verbunden. Also da wird das flüssige Wasser hier durch verschiedene Leitungen durchgepumpt. Wir haben hier unsere Pumpe. Ja, genau, dann geht's halt weiter. Wir sehen hier unsere Wärmetauscher. In diesem Fall ist erstmal nur mit einem Druckverlustkomponente modelliert und mit einer Wärmequelle. Ne? Das sehen Sie hier, beziehungsweise wir sagen halt, wir wollen eine Temperatur von 50 Grad nach dem Wärmetauscher haben. Das heißt, das geben wir vor und in den Ergebnissen bekommen wir hier quasi, wie viele Leistungen wir dafür brauchen. Ja? Und mit dieser Angabe, ja, also Massenstrom und wie viel Leistung wir brauchen, könnten wir quasi zum Hersteller gehen, ne, und sagen, okay, ich brauche einen Wärmetauscher, der das irgendwie schafft. Ja, genau. Dann haben wir noch verschiedene Rohren, haben wir hier den Elektrolyser, hier wird unser Sauerstoff zugespeist. Hier haben wir den zweiten Wärmetauscher. Das geht darum, dass wir hier unsere Strömung wieder abkühlen oder kühlen. Und deswegen hier haben wir nochmal, also hier haben wir anders gemacht. Wir haben einfach die Wärmeleistung hier definiert und dann ergibt sich die Temperatur nach dem Wärmetauscher. Hier gehen wir dann halt wieder
in unsere Knoten, und das heißt, an dieser Stelle habe ich quasi ja, also zwei Phasen, beziehungsweise ab diesem Punkt hier habe ich zwei Phasen, ja, also ich habe das flüssige Wasser, das übrig bleibt, dann habe ich noch gasförmige Sauerstoff und ich habe natürlich auch Wasserdampf. Und hier an der Stelle, wir sehen also, diese Rohren sind alle unten in dem Behälter quasi angeschlossen, und dieses Rohr hier ist quasi oben an dem Behälter angeschlossen. Ne? Das Ding hat ein Volumen und eine Höhe. Das heißt, oben geht das Gas ja quasi raus. Genau. Und hier sehe ich den totalen Massenstrom, und hier habe ich noch so ein Skript, das mir rechnet, wie viel oder wie groß sind die Massenströme von Wasserstoff und von flüssiges Wasser und von Dampf. Genau. Und da habe ich hier eben alles. Auf der anderen Seite sieht das sehr ähnlich aus, ne? Genau. Dann also hier unsere Separator, hier wird unsere gasförmige Wasserstoff abgezapft und auch ein bisschen Wasserdampf. Genau. Das flüssige Wasser geht hier, wird durchgepumpt, wird erwärmt. Genau. An der Stelle kommt hier unsere Wasserstoff. Das Ganze wird ein bisschen wärmer, wird ja wieder abgekühlt mit dem Wärmetauscher, und unser Kreislauf ist quasi damit geschlossen. Genau, ja. Und was wir hier noch vergessen haben, wir haben ja natürlich auf dieser Seite benutzen wir Wasser, ne? Das Wasser wird in Wasserstoff umgewandelt in dem Elektrolyseur. Das heißt, hier verlieren wir immer Wasser auf der Seite. Deswegen brauchen wir an der Stelle noch Nachschub am Wasser. Und genau, das ist, was hier passiert. Also an der Stelle wird einfach flüssiges Wasser eingespeist, sodass wir quasi die Verluste dann ausgleichen. Und genau, das haben wir quasi hier modelliert. Wir haben das gesamte System. Und also das ist ja quasi, sage ich mal, die Ingenieuransicht. Ne? Das heißt, der Ingenieur, der das modelliert, der benutzt halt diese Ansicht. Wenn er aber die Ergebnisse zeigen möchte und gucken, wie das Netzwerk oder so sich verhält, dann kann er sich, also hier, das ist einfach eine Flonex-Seite. Wir haben, also das sind ja einfach nur Bilder, die auf der Projektseite dann kopiert worden sind, aber die Ergebnisse, die Sie hier sehen, ja, diese Massenströme, diese Temperaturen, wie hoch ist unsere Flüssigkeitspegel in den verschiedenen Separatoren, alle diese Informationen, sie kommen quasi aus dem richtigen Netzwerk hier. Ne? Das heißt also, diese Zahl ist hier wirklich direkt verbunden mit den Zahlen, die Sie in dem Netzwerk haben. Also Sie haben quasi ja dann zwei Darstellungen. Einmal die Ingenieurdarstellung. Also in diesem Ansicht können Sie die Ergebnisse natürlich sich auch anschauen. Wenn Sie jede Komponente anklicken unter Results, sehen Sie quasi hier alle Eigenschaften und alle Ergebnisse, ja, Temperatur, Druck, Geschwindigkeit, was auch immer. Ja, das ist aber, also es ist halt sehr viel Information, und eigentlich brauchen Sie nicht unbedingt die Information an jedem Knoten. Wenn Sie einen groben Ansicht haben wollen, Sie brauchen die Information nur an ein paar Knoten, um zu verstehen, wie das gesamte System sich verhält. Und dafür kann man sich so eine schöne, ja, sage ich mal, Arbeitsmasken halt definieren, und so sehen die aus, ja. Und was passiert, wenn ich jetzt eine Berechnung starte? Ne? Also hier geht es vielleicht darum zu gucken, okay, wie sind meine Wasserpegel da drin? Ja, und dann könnte ich in dem Modell gehen und sagen, ich starte hier meine Berechnung. Ja, und wir sehen also die Berechnung, die läuft. Wir sehen halt hier unten läuft halt die Zeit. In diesem Fall, genau, gucken wir mal, was hier passiert. Das passiert halt nicht mal so viel, weil alle diese Dinger sind erstmal da im Gleichgewicht. Hier das Wasser, das reinkommt, gleich ungefähr gerade, also genau aus, was hier verloren geht. Aber da könnte man halt mal gucken, okay, was passiert, wenn ich jetzt den Massenstrom an Wasser hier ändere. Ja, wenn auf einmal hier viel weniger kommt, also vielleicht nur 5 Kilogramm pro Stunde, dann gehen wir einmal rein, und wir sehen, dass unsere Level hier, der wird halt kleiner, der war 0,79 vorher, jetzt war er nur 0,78, 0,77, und dann könnten wir halt quasi transient, und können wir hier mehr oder weniger live sehen, was da passiert. Ne? Wir sehen dann beide Level hier ändern sich halt einfach mit der Zeit.
Ja, und wie schnell Sie das halt rechnen, das können Sie auch selber entscheiden. Das heißt, der Zeitschritt, ne, von der Berechnung können Sie auch natürlich ändern, sodass die Berechnung ein bisschen schneller geht eventuell. Oder wenn Sie sagen, okay, auf einmal passiert da ziemlich viel, können Sie natürlich den Zeitschritt ein bisschen kleiner machen und ein bisschen mehr zu sehen, was an der Stelle dann passiert. Ja, genau. Und so können Sie halt eine relativ komplexe Anwendung, na, einen Elektrolyser mit allen Komponenten, die dazu gehören, in FloNEx ziemlich einfach modellieren. Wenn wir hier rechnen, na, oder wenn wir hier gucken, wie viele Komponenten wir haben, weiß nicht, viel, also Pi mal Daumen 30 Komponenten. Sie haben ein Modell, das sehr schnell rechnet, ja, also seitdem ich hier gestartet habe, sehen Sie, wir haben schon einen Tag gerechnet, ja, in ein paar Minuten, ja. Also das heißt, das geht wirklich, wirklich super schnell, das Ganze, ja. Das heißt, Sie können ja viele Sachen testen, überprüfen, Varianten vornehmen, überprüfen, wie diese eben also welche Auswirkungen sie dann haben. Und dann in einem zweiten Schritt könnten Sie dieses Modell noch erweitern, ne? Das haben wir noch nicht erwähnt. Aber hier könnte man zum Beispiel einen Controller einbauen, ja, so dass wir zum Beispiel den Wasserspiegel immer auf einer bestimmten Höhe halten. Ja, also Sie haben auch die Möglichkeit hier in FloNEx verschiedene Controller zu benutzen. Also könnte man ja so ein PID einfach sich ziehen und quasi den Massenstrom von dem, ja, Nachschubswasser, sage ich mal, regeln in Abhängigkeit von dem, ja, von dem Level oder von dem Wasserspiegel in dem Separator hier an der Stelle. Ja, in einem weiteren Schritt könnte man natürlich auch sagen, wenn man sich für einen Wärmetauscher entschieden hat, könnte man hier zum Beispiel diese, also zwei Wärmetauscher, könnte man dich, also die hier einfach nur mit einem Druckverlustkoeffizient modelliert sind und mit einer Energiequelle oder Senke, könnte man die auch ersetzen mit so richtigen Wärmetauscher, ja, also mit der Rohrbündel oder Plattenwärmetauscher oder mit Finnen, genau, also entweder so oder wirklich einfach noch mit einem, ja, mit Komponenten, die die Wärmeübertragung halt eben ein bisschen anders modellieren. Genau. Und so könnten Sie das Netzwerk immer Schritt für Schritt weiter erweitern und irgendwann mal haben Sie wirklich eine komplette Anlage und Sie können wirklich an jeder Ecke gucken, was passiert, was passiert, wenn ich an der Stelle irgendwas ändere, was passiert, wenn meine Pumpe ausfällt, irgendwelche Ausfall- oder Starter-Szenarien oder wie auch immer. Genau, das war hier einen kurzen und groben Einblick über die Möglichkeiten von FloNEx zu Thema Wasserstoffanwendungen. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder mehr Infos brauchen, dann bitte einfach nicht zögern und Sie können uns dann gerne kontaktieren unter folgender E-Mail-Adresse oder genau auf unserer Internetseite finden Sie auch eine Telefonnummer. Dann gerne kontaktieren und wir versuchen Ihnen zu helfen und Sie zu beraten, so gut wie wir können. Und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Und ja, dann sage ich einfach mal Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald zum nächsten Webinar. Tschüss und einen schönen Tag.